Herzlich willkommen zum Nachbericht aus Berlin und herzlich willkommen auch Stefan Gelper. Freue mich ausdrücklich, dass Sie da sind. Finde es auch mutig, denn wir haben ja gerade im Bericht aus Berlin gesehen, bei den Grünen hat es richtig gerasselt die Woche. Da ging es um die Vergabe der Ämter, der Ministerposten. Ihr zukünftiges Amt ist ja auch noch nicht klar, aber in der vergangenen Legislaturperiode, da waren Sie verkehrspolitischer Sprecher von der Grünen im Bundestag. Mal schauen, ob sie es bleiben. Aber der Punkt, den werden wir auch uns auch gleich raussuchen. Deswegen haben wir Sie natürlich auch eingeladen, weil es um Verkehrspolitik geht. Bevor wir aber anfangen, würde ich euch gerne noch sagen, alle Fragen, die ihr habt an Stefan Gelpart, bitte jetzt posten, kommen hier auf dem iPad an und werden dann direkt weitergegeben. Ja, Herr Gelpart, das war keine schöne Woche für die Grünen, oder? Also erstmal ein Länderrat, wo es, man kann schon sagen, chaotische Zustände gab. Ein Bundesvorstand, der die Kabinettsliste, den Vorschlag zumindest der grünen Parteispitze abschmettert. Ein Urabstimmungsverfahren, was daraufhin erstmal ausgesetzt wird, bis man sich geeinigt hat. Das hätten Sie sich sicherlich besser vorgestellt, oder? Klar, Punkt. Aber man muss dann auch das vielleicht ein bisschen mehr einsortieren und die Butter bei die Fische. Die Urabstimmung wurde um einen Tag, um ein paar Stunden, wenn man ehrlich ist, verschoben. Also deswegen weist da die Maus jetzt keinen Faden ab. Da ist jetzt nicht Dramatisches passiert. Aber natürlich werden wir, nachdem wir 16 Jahre lang nicht regiert haben, uns in einer gewissen Zeit mal fragen, ob unser Findungsprozess da noch optimierungsfähig ist. Weil ja doch jetzt diverse Leute sich gefragt haben, war das alles, kann man das anders machen, kann das nach außen ja auch einfach transparenter dargestellt werden und so weiter. Mit der Ministerriege, wie wir sie jetzt haben, Ministerinriege, ich glaube, da machen wir uns jetzt nicht vor, das sind 6 stabile, gute Leute, mit denen kann man ins Rennen gehen. Aber wir müssen da noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Also ist das nicht auch eine Phase, wo sich doch am Ende noch mal zeigt, wie brutal Politik dann manchmal ist. Da ist jemand wie Anton Hofreiter Fraktionsvorsitzender gewesen, hat jetzt die ganzen Verhandlungen mitgemacht. Da sagt der eine, er hat nicht so gut verhandelt, der andere sagt, er hat gut verhandelt. Aber am Ende, der ist fest davon ausgegangen, dass er Minister wird. Und der linke Flügel, dem war das auch versprochen worden. Das war jetzt nicht nur so eine Hoffnung, sondern das war klar abgemacht. Und auf dem allerletzten Meter fällt da die Schranke und da wird gesagt, du bist nicht dabei. Wie hart ist das? Und können Sie nicht verstehen, dass es da dann bei so einem Bruch von einer Abmachung, einer klaren Absprache, dann auch intern richtig rasselt? Also das Thema mit den Absprachen, das stellen Sie jetzt mal so in den Raum, da hat bestimmt der mit dem was abgesprochen, das ist auch alles richtig. Ich finde auch, dass die beiden Fraktionsvorsitzenden jetzt nicht Ministerin und Minister werden, kann man natürlich hinterfragen, vollkommen richtig. Ich würde es aber mal andersrum erzählen, die beiden Fraktionsvorsitzenden haben der Partei dann nochmal Dienst erwiesen und quasi so eine Lösung ermöglicht. Dass jetzt immer über Toni Hofreiter gesprochen wird, ist verständlich, der stand jetzt zum Schluss noch mehr im Fokus, aber es sind schon die beiden, die quasi dort die Lösung zum Schluss auf den Tisch gelegt haben und damit ja, uns wieder zur Urabstimmung gebracht haben über die Möglichkeit, zum ersten Mal seit 16 Jahren in eine Regierung einzutreten. Ja, aber Frau Göring-Eckardt, zu der wäre ich auch noch gekommen, aber der hat man dann gesagt, okay, du wirst nicht Ministerin, aber du wirst wenigstens in Anführungszeichen Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ja. Von Herrn Hofreiter wissen wir gar nicht, was passiert. Muss der was kriegen? Was muss der kriegen? Jetzt können Sie sich mal für ihn stark machen. Ich finde, Toni Hofreiter hat zu der Performance, die uns in diese Ampel geführt wird, ganz wesentlich beigetragen, zusammen mit Katrin Göring-Eckardt, mit dem Bundesvorstand. Deswegen ist er eine höchst relevante Person innerhalb des gesamtgrünen Gefüges. Und deswegen muss natürlich schauen, dass er auch eine relevante Rolle da einnehmen kann. Ich glaube, das ist ganz logisch und spricht für sich selbst. Was gibt es denn da noch jetzt im Moment? Wir werden sehen. Wir werden sehen, Sie wissen es nicht, glaube ich auch. Da wird, hat man ja auch gesehen, das wird jetzt im ganz engen Zirkel wirklich dann noch verhandelt. Wir machen mal weiter. Wir wollen ja mit Ihnen über Verkehrspolitik sprechen. Deswegen sind Sie hier. Und Sie sind ja in Berlin für den Wahlkreis Pankow zuständig. In Berlin gibt es eine prominente Bürgermeisterin in Kreuzberg, nämlich Monika Herrmann. Das ist ja so für die Verkehrspolitik der Grünen so die Vorkämpferin für die Verkehrswende. Hat dann bei Corona gleich die Pop-up-Radwege aufgemacht.
twittert eigentlich jeden SUV in Kreuzberg, der nicht richtig parkt, sozusagen. Also da geht sie schon richtig rein. Und deswegen, ich sage das nur, wenn die was sagt, dann hat das schon Gewicht bei der Verkehrspolitik. Und die ist richtig sauer, die ist richtig auf der Zinne und die sagt nicht nur jetzt mal die Ministerposten beiseite, schon die Auswahl der Ressorts durch die Grünen wäre eine Sauerei, nämlich, dass man aufs Verkehrsministerium verzichtet hat. Und sie sagt, ich lese es nochmal vor, haben wir in der Sendung ja eben auch gehabt, im Bericht, nichts, aber auch wirklich gar nichts, lieber Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer, und Annalena Baerbock, Parteivorsitzende, haben beide ja zentral verhandelt, rechtfertigt das Verkehrsressort in FDP-Verantwortung. Die Tragweite dieser Entscheidung ist unermesslich katastrophal. Sehen Sie das auch so? Jetzt fragen Sie einen Verkehrspolitiker, ob er nicht gerne das Verkehrsministerium gehabt hätte. Natürlich, ja. Klar. So, er dabei, also, was soll ich da jetzt anderes erzählen? Also da ist... Da blutet das verkehrspolitische Herz, wenn man quasi das Ministerium da in andere Hände gibt und nicht in die eigenen nimmt. Vollkommen klar. Und dass Monika Herrmann das so sieht, dass diese Sicht der Dinge teilen wir an der Stelle. Vollkommen richtig. Nun kann man da verschiedene Begründungen für finden. Klar, wir hätten das Ministerium zwingend gehabt, hätten wir 51% gehabt, weil ne, das ist aber sehr weit weg. Also muss man kann nicht alles haben. Man muss dann also eine Koalition machen, dann muss man verhandeln, dann gibt es ganz viele Wünsche. So, und zum Schluss gibt es ein Ergebnis. Ich will es nicht schönreden, das Verkehrsministerium hätte ich gerne in grüner Hand gesehen. Das wird über die Legislatur sicherlich die eine oder andere interessante Situation geben. Hat ja schon begonnen. Genau. Und ich hoffe, dass wir trotzdem auch mit einem FDP-Verkehrsminister da immer wieder zu konstruktiven Lösungen finden. Schauen wir mal. Ja, geht ja schon los, haben Sie richtig gesagt. Und da hat der designierte Verkehrsminister, das Volker Wissing von der FDP, jetzt schon mal am Wochenende richtig einen rausgehauen. Und um mit Monika Herrmann dann auch zum Schluss zu kommen, zu dem, was er gesagt hat, twittert sie auch, tja, die Verkehrswende fällt leider aus, so sehr die Ampel gesellschaftspolitisch Deutschland auf den aktuellen Stand in Europa bringt, so bitter ist diese Erkenntnis. Was meint sie damit, warum sagt sie das? Volker Wissing hat gleich mal am Wochenende schön verkündet, die Kfz-Steuer für Dieselfahrzeuge senken zu wollen. Und dann hat er auch noch gesagt, ich sehe mich als Vertreter der Autofahrer in Deutschland. Unabhängig, ob so ist, das in der Phase, wo die Grünen noch urabstimmen, wo die Grünen Unterstützung brauchen, um in eine Koalition zu kommen, ist es nicht guter oder so? Also Herr Wissing... baut sich da selber einen schweren Start. So, das wird man wohl nicht verhehlen können. Er hat jetzt nicht nur von uns Widerspruch geerntet zu seinen Aussagen, sondern auch jetzt heute von der SPD. Ich glaube, dass Herr Wissing sehr, sehr schnell zurückkehren sollte zu einem Ministerverständnis, wo er eben nicht sagt, ich mache hier eine Klientelpolitik, weil das ist ja das, was er ausgedrückt hat. Das kann er nicht so gemeint haben. Und wenn er es so gemeint hat, sollte er nochmal in sich gehen, ob er wirklich alle Fußgänger, Fußgänger, alle Radfahrerinnen, Radfahrer, alle Bahnfahrerinnen, Bahnfahrer und alle Busfahrenden wirklich so vors Rohr schieben will und sagen will, euch, also für euch bin ich nicht da. Das wäre ein völlig falsches Verständnis für einen Verkehrsminister. Dann könnte er wieder Auto, also nicht, dann könnte er Autoverkäufer werden, nicht wieder. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist, mit dem man im Ministeramt starten will. Ich glaube, das ist eine Äußerung, die en passant passiert ist. Er sollte sich dazu sehr schnell erklären und dann. Herr Gelber, das ist ein Profi, der Volker Wissing. Ob das so en passant passiert, das können wir jetzt hier beide natürlich nicht klären, aber ja, das kann man, erklären. Kann man bei ihm natürlich in Frage stellen. Und, ja. Aber nochmal auch zu dem Inhalt an sich. Ne? Das sind, wenn das so kommt, niedrigere Kfz-Steuern für Dieselfahrzeuge. Ja, da kann ich gleich mal einsteigen. Das Parlament entscheidet das. Und im Parlament brauchst du eine Mehrheit und in dem Fall die Ampelmehrheit. Das ja. heißt, wenn ein Minister gleich mal einsteigt, eine Gesetzesänderung zu verkünden, ohne sich einer Mehrheit zu versichern, das ist nicht schlau. Und Sie sagen auch, die kommt vielleicht gar nicht. Wenn man jetzt in den Koalitionsvertrag wirklich reinschaut, dann steht da eben gerade nicht drin, dass wir die Kfz-Steuer senken, sondern da steht drin, dass die Diesel mit den Benzinkosten angeglichen werden, weil da haben wir immer noch dieses Gap, das kennt ja jeder von der Tankstelle, und dass wir im Zuge dessen prüfen, ob wir eine Kfz-Steuerveränderung vornehmen. Prüfen heißt nicht machen, sondern wir schauen es uns an. So, das ist ein offener Prozess und da das Ende vorwegzunehmen, macht regelmäßig das Ende, was man da haben wollte, deutlich teurer.
Aber was wäre denn das am Ende für ein Signal? Ich meine, die Grünen haben nun wirklich, und Sie waren es auch, Ich war es auf jeden Fall. auf Verkehrsminister Scheuer, ne? Andi Scheuer von der CSU, rübergeritten ohne Ende. Das war ihre Feindfigur. Und am Nee, Ende, das stimmt so nicht. naja, doch, doch, Nein, nein, wir können es jetzt leider nicht die einspielen, aber ich Politik von weiß, Herrn Scheuer hab ich kritisiert und zwar ja, mit aber da aller war immer viel Werbe. her mit dabei. Und jetzt Klar, sage ich mal, wenn es schlecht Sie ist. machen Sie möglicherweise, und das ist das, was Herr Wissing dann da letztendlich angekündigt hat, niedrigere Kfz-Steuern als Andi Scheuer. Das ist eine autofreundlichere Politik als der. Wir werden sehen, ob das Herr Wissing macht. Und Herr Wissing muss sich in der Tat fragen, ob er wirklich in die Fußstapfen von Herrn Scheuer treten will. Das sind ja keine Großen, sondern eher welche, die mit Spott und Häme gefüllt waren. Ich halte das für nicht den schlauesten Weg. Ich sage mal so, das würde dann in der Koalition zu einer dauerhaften Belastung und Auseinandersetzung führen. Ich glaube, dass die Ampel angetreten ist, jetzt nicht den Einzelkonservatismus von ein Part zu bedienen, sondern dass wir eine Fortschrittskoalition sein wollen. Und dazu gehört, dass wir den Umweltverbund stärken, dass wir dort fortschrittlich sind, effizient sind, den Verkehr digitalisieren. Das heißt nicht, dass wir wie die letzten 50, 70 Jahre allein aufs Auto setzen. Das ist es definitiv nicht. Und das weiß auch Herr Wissing. Wenn er jetzt quasi da einmal sich bekannt machen wollte mit einer gezielten Provokation, dann hat das funktioniert. Ich glaube, es ist kein erfolgsversprechender Weg. Damit sind wir dann auch bei den Fragen unserer User und Userinnen. Henris in diesem Fall hat über Twitter geschrieben: Wie wollen Sie, wollt ihr, schreibt er, 15 Millionen E-Autos auf die Straße bekommen? Und dann macht er weiter, einfach abwarten und Tee trinken oder gibt es weitere Förderungen? 6.000 Euro gibt es ja jetzt, wie von Peter Altmaier und Andi Scheuer. Klare Frage, können Sie das schon sagen? Naja, es gibt einmal die Frage der Euro 7 Schadstoffnorm, also gehen wir sehr tief ins Detail rein. Es gibt die Frage in der Tat bei der Kfz-Steuer, ob man da ein Bonus-Malus-System errichtet. Das heißt, dass eben Diesel und Benziner eher bei der Kfz-Steuer noch etwas schlechter gestellt werden und dafür E-Fahrzeuge besser gestellt werden. So, das würde natürlich einen Anreiz erhöhen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Das sind Wären wir wieder Optionen. beim Ja, Thema. aber ganz anders. Und deswegen sage ich ja, Ja. der Prüfauftrag steht da bewusst drin, meint aber wahrscheinlich was anderes, als Herr Wissing da versucht hat, hineinzuinterpretieren. Und deswegen wird das interessanter Punkt. Und ich verstehe ihn halt an der Stelle nicht, dass er diesen Punkt so rausgezoomt hat. Das ist politisch normalerweise nicht die schlaueste Handlung, das so zu tun. Aber wir werden sehen. Nächste Frage. Jakob, vielen Dank für die Frage über Twitter. Warum gibt es ein Ziel für 15 Millionen Elektroautos, haben wir gerade gehört, aber keins für weniger Autos? Ja, man muss sich da mal kurz, also ich will das, also die 15 Millionen, erstmal, dass man weiß, wo die herkommen, die kommen vom Umweltbundesamt. So, und die beschreiben quasi, dass wenn wir auf diesen Paris-Pfad wollen, dass wir dekarbonisieren müssen. Das ist ein Aspekt, ne? Klar, wir müssen vermeiden, verlagern, dekarbonisieren. Homeoffice mehr, also weniger Leute, die zum Job fahren. Das wird aber nicht bei allen gehen, deswegen verlagern, ÖPNV besser machen, Bahn besser machen, Bus besser machen. Auch bei Fahrrad eben die Radwege so hinkriegen, dass Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Und als letzten Akt für die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, eben dekarbonisieren. Wenn man sich jetzt kurz bewusst macht, dass in Deutschland pro Jahr so 2,5 bis 3 Millionen Fahrzeuge über den Ladentisch gehen, komisches Bild, aber Sie verstehen, was ich meine. Und man dann sagt, daneben stellt diese Summe von 15 Millionen E-Fahrzeugen bis 2030, dann ist es eine simple Rechnung. Normalerweise würden nur 27 Millionen Verbrenner bis 2030 verkauft werden. Und von diesen 27 Millionen, da wollen wir halt runterkommen und die ersetzen eben durch E-Fahrzeuge. Daher diese 15 Millionen. Dass jetzt das nicht die Verkehrswende ist, sondern die Antriebswende und die Antriebswende ein Teil der Verkehrswende ist, aber nicht alles. Ja, das stimmt. Geht weiter. Freddy dazu auch über Twitter. Vielen Dank für die Frage. Warum wird der Fokus jetzt oder immer nur auf E-Autos gelegt? Werden in Zukunft auch alternative Kraftstoffe gefordert? Sind wir wieder bei Ihrem Freund Volker Wissing, weil genau das will ja die FDP. Was ist diesbezüglich Ihr Plan, der jetzt da verabredet worden ist? Also bei den E-Fuels, bei den alternativen Kraftstoffen, wie sie schon gesagt wird, die werden wir brauchen, aber nicht im Pkw-Bereich. Da wird es eine Anwendung für geben im Flugzeugbereich, vielleicht im Schiffsbereich. Bei den LKWs wird darüber nachgedacht. Da sind die technologischen Entscheidungen noch nicht in der Art und Weise getroffen und gefällt. Beim Pkw-Bereich, da können Sie mit allen Anbietern, mit fast allen Anbietern reden. Die sagen Ihnen das ganz klar und deswegen. Wir wollen eine Fortschrittskoalition sein und da ist
ein Punkt, dass man ab und zu mal eine Entscheidung treffen muss und vorwärts gehen muss. Und das haben wir den Koalitionsvertrag auch gemacht. Willi Probst hat uns geschrieben, unbequeme Frage für Sie. Werden grüne Minister oder Ministerinnen und Staatssekretäre, Staatssekretärinnen auf die Nutzung von Dienstfahrzeugen mit Verbrennungsmotor verzichten? Das wäre wär ein klares Signal. Also das, da habe ich doch wohl, muss gestehen, dass ich die Geschäftsordnung der Bundesregierung, was Dienstfahrzeuge angeht, jetzt nicht im Einzelnen kenne. Da werde ich mich kundig machen. Ich würde allerdings jeder Ministerin und jedem Minister doch zuraten, und die Staatssekretärin genauso, genau das zu machen. Natürlich, klar, warum denn nicht? Elektrofahrzeuge gibt es am Markt, also warum soll man die dann nicht einsetzen? Ja, in der Vergangenheit ist es dann meistens am Ende nicht passiert, gab dann auch klare Argumente, wir müssen spontan lange fahren. Außerdem sind viele Politiker ja besonders geschützt, brauchen deswegen gepanzerte Limousinen, die sind dann schwerer und da macht dann ein Elektromotor keinen Sinn. Am Ende Regelausnahme. Sind es dann nur solche Argumente. Regelausnahme. Als Regelfall das Elektrofahrzeug, wenn man jetzt ein gepanzertes Fahrzeug braucht und das mit elektrisch noch nicht herstellbar ist, ja gut, dann gibt es einen Grund, da gibt es einfach einen banalen Grund und dann ist das halt so. Aber Sie würden es wünschen? Natürlich, klar. Und Sie schauen auch drauf? Wir haben in Berlin ja auch die eine oder andere Senatorin und da wird da extrem kritisch und intensiv drauf geschaut und jeder, der sich da nicht dran hält, hat einmal im Jahr schlechte Presse. Sehr schlechte Presse und es gibt natürlich mehr als ein Stirnrunzeln, sondern auch aktive Nachfrage innerhalb von Bündnis die Grünen, was denn das jetzt soll, wenn das so passiert ist. Okay, wir machen weiter. Wie stehen Sie als Verkehrspolitiker zur Entscheidung im Koalitionsvertrag gegen ein generelles Tempolimit? Auch da hat sich die FDP durchgesetzt. Immer die FDP. Ich finde es falsch. Punkt. Und das ist jetzt generelles Tempolimit, ist ja die Frage Autobahn. Wir werden uns natürlich darüber verständigen, ob man auch im Rahmen der Legislatur immer wieder, da gibt es auch Unfallzahlen, wir haben die Vision Zero im Koalitionsvertrag drin zu stehen. Also muss man da, also Vision Zero, wer es nicht weiß, heißt, dass wir zu null Verkehrstoten kommen wollen. Wir sind aktuell bei irgendwas knapp unter 3000. Da sind natürlich viele Tote, die auf den Landstraßen, auf der Autobahn, aber auch in der Stadt verunfallen. Und das hat fast immer was mit Geschwindigkeit zu tun. Dieser Thematik muss sich die FDP auch jedes Mal wieder stellen und jetzt mit dem Verkehrsminister ehrlich gesagt noch viel mehr als vorher. Mhm. Nächste Frage dazu. Wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu verbessern. Ziel ist es, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. Das ist ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Aber wie soll das gemacht werden? Wie wollen Sie das schaffen? Da gibt es in der Tat ein paar Punkte im Koalitionsvertrag. Den Teil finde ich wirklich auch an ein paar Stellen richtig gut gelungen, dass wir die Regionalisierungsmittel dort, also das Geld, das der Bund gibt den Ländern, damit die ÖPNV-Leistung bestellen können, also Bus- und Bahnleistung, das steht da drin. Die Elektrifizierung der Busflotte wird weiter unterstützt, das steht da auch da drin. Und wir wollen bei der Infrastruktur mächtig nachlegen, mehr Geld auch in die Infrastruktur reingeben. Das waren die Punkte, wo sich die Ampelpartner sehr schnell einig geworden sind und trotzdem liegt da der Teufel im Detail. Ne? Das Aufschreiben Papierschwärzen ist das eine, das Machen ist das andere und da müssen wir Geschwindigkeit reinkriegen. Abschließend, Herr Gelper, für mich nochmal eine strategische Frage, weil Sie ärgern sich jetzt über ein Wissing, das ist deutlich geworden, Sie freuen sich über andere Sachen im Koalitionsvertrag, ist ja auch völlig normal, sagen aber Herr Wissing, hier nicht so weitermachen und sonst werden wir eben dagegen entscheiden. Aber sind Sie da jetzt nicht in der Falle drin? Der Koalitionsvertrag ist beschlossen. Die Urabstimmung dürfte positiv ausgehen. Sie sind dann in der Koalition drin. Und Herr Scholz und die FDP scheinen sich da einfach näher zu sein. Da ist dann mitgehangen, mitgefangen. Naja. Oder Sie sind von Anfang an das Problem der Ampelkoalition. Die beiden Möglichkeiten gibt es doch nur, oder? Problem. Also Probleme harren ja der Lösung. So. Und die FDP, dornige Chancen. Meinetwegen dornige Chancen, das ist ein schönes Bild. Ja, auch dort gibt es ab und zu schöne Bilder. Wir sind doch jetzt auf 4 Jahre, wenn der Koalitionsvertrag angenommen wird, wovon ich ausgehe und auch das hoffe, sind wir 4 Jahre lang in einer Koalition. Das ist keine Ehe, sondern ein Zweckbündnis. Da müssen wir uns immer wieder verständigen auf Grundlage des Koalitionsvertrages. Wenn im Koalitionsvertrag drinsteht, wir haben uns auf das und das geeinigt, dann gilt das. So, wenn da was nicht drin steht, dann müssen wir eine Lösung finden. Wenn da was zugunsten der Grünen drin steht, steht aber auch was zugunsten der Grünen drin. Und auch da werden wir Herrn Wissing immer wieder auffordern. Erstens, Paris hat die FDP jetzt mit unterschrieben. Mhm. Wo ist der Plan?
Das muss jetzt vorgelegt werden. Und das ist ja nicht bloß von Herrn Wissing, sondern jedes Ressort muss dazu liefern. So, und auch bei den anderen Punkten, Stärkung Busbahn, Stärkung Fahrrad, steht da drinne. Müssen wir ausfüllen, steht da zu dünn drinne. Werden wir also wirklich diskutieren müssen, was sind da die richtigen Maßnahmen. Vieles ist im nationalen Radverkehrsplan zum Beispiel niedergelegt. Und da geht es ja wiederum nicht darum, nur Papier zu schwärzen, sondern auf die Straße zu bringen. Und dafür ist Herr Wissing vorgesehen, designiert. Und so was dann wird, ist er da dem Parlament auch verpflichtet, gegenüber Rechenschaft zu diesen Punkten abzulegen. Und das werden wir einfordern. Wir haben mit Personalien angefangen, wir hören auch mit Personalien auf, aber mit welchen, wo wir jetzt nochmal nach vorne schauen können. Wer soll denn die neue weibliche Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag werden? Frau Göring-Eckardt ist ja jetzt keine Ministerin geworden, haben wir gehört, geht aber ja ins Bundestagspräsidium. Das ist die Vorstellung. Die Fraktion wird sich jetzt am Dienstag zusammensetzen und ihre Strukturen beraten. Und da werden wir sicherlich auch über dieses Thema sprechen. Ich werde da jetzt noch kein Name-Dropping. Sie haben keinen Vorschlag? Ich habe ganz viele Ideen, aber das ist ja, wie immer, ist das eine Konstellation. Und ich habe da große Hoffnung auf zwei Namen und dann schauen wir mal. Ansonsten freue Gutes. ich mich, dass wir zum Beispiel, dass ich einmal ganz kurz dazu gesagt habe, bei den sechs Ministerinnen, die wir jetzt haben, zum Beispiel die erste Bündnisgrüne aus dem Osten mit dabei haben. Und das finde ich gut, Steffi Lemke. Also, das war jetzt nur bezüglich des weiblichen Parts. Der männliche Part ist auch zu vergeben. Soll Toni Hofreiter das weitermachen oder ist er jetzt so gerupft, dass man sagen kann, das bringt jetzt auch nichts mehr? Der ist nicht gerupft, der hat eine explizit starke politische Agenda, Expertise und auch Vergangenheit und eben auch Zukunft. Und wir werden da jetzt beraten und dann eine sehr schlaue Entscheidung hoffentlich finden. Aber Sie sagen nicht, er soll es machen. Wissen Sie, ich muss jetzt nicht dem Toni Hofreiter sagen, was er machen soll. Das wird er selber wissen und er wird es sicherlich auch einbringen und wir werden da sehr genau zuhören und gucken, was wir möglich machen können. Aber wünschen Sie sich's? Ich finde, Toni Hofreiter war ein guter Fraktionsvorsitzender. Wenn er das weitermachen will, werde ich es jetzt nicht verhindern. Das ist eine Aussage, Herr Gelper. Vielen Dank. Das war kein einfaches Gespräch für Sie. Trotzdem danke, dass Sie sich dem gestellt haben. War extrem interessant. Vielen Dank auch für eure Fragen. Spannende Woche jetzt weiter in Berlin. Nächste Woche gibt es Parteitag. Da wird dann die SPD über den Koalitionsvertrag abstimmen. Erst dann werden von der SPD-Seite die Minister bekannt gegeben. Da will man nämlich den Streit verhindern, den es jetzt bei den Grünen gegeben hat, und das erst danach machen. Dann auch das Ergebnis der Urabstimmung bei den Grünen. Wenn die Ja sagen, dann soll Olaf Scholz in der Woche drauf zum Bundeskanzler gewählt werden. Wir werden uns das hier aus Berlin, aus dem ARD-Hauptstadtstudio alles anschauen. In Tagesschau, Tagesthemen, Bericht aus Berlin, tagesschau.de, überall für euch berichten. Bleibt weiter dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.